So, moin meine Lieben, wir starten mal direkt aus unserem Ram, den wir gerade fahren. Und zwar fahren wir eine Sonderedition Built to Surf. Ganz interessante Sache, was viel darüber aussagt, wie die Amerikaner über Menschen denken, die, ja, wie sagt man, ihr Leben im Dienst der Gesellschaft stellen. Ihr seid beim Autos Kram in Berlin, ich bin der Kai, eure Adresse für amerikanische Autos in Berlin. Also Autos Kram, nicht ich. Los geht's. Ich hoffe, ihr seht das. Es regnet ein bisschen, deshalb haben wir uns mal in dieses wunderschöne Auto reingesetzt. Was ja auch ein bisschen Sicherheit gibt, vor dem Regen unter anderem. Ja, apropos Sicherheit. Also, Dodge Ram, klar, in Deutschland die absolute Nummer 1 für amerikanische Pickups. Ganz anders in den USA. Da ist natürlich der Silverado die Nummer 1 und die Fords F-150 und Dodge eher so darunter. Aber es wird immer mehr und liegt auch ein bisschen daran, dass sie zum Beispiel genau so eine Nummer abziehen wie mit diesem Auto. Und zwar vor einigen Jahren gab es eine Sonderedition, Built to Surf, also gebaut, um zu dienen. Und die ersten Modelle waren für die 5 Teilstreitkräfte der Amerikaner. Jetzt fragt euch, warum 5? Also Army ist klar, Navy ist klar, Air Force ist klar, aber es gibt noch die Marines, was bei denen ein komplett eigenständiger Truppenteil ist. Also das sind die bösen Jungs, die zu bösen Jungs fahren und Hausbesuche machen, wenn die böse Sachen anstellen. Ziemlich bekannt, also immer die Ersten, die da sind. Und dann gibt es die US Coast Guard, was auch Sinn macht, weil Border Control, im Norden haben sie Kanadier, die wollen keinen Stress und im Süden sind die Mexikaner, die können keinen Stress machen. Also könnte der Ärger maximal über das Wasser kommen. Deshalb haben die nochmal extra eine Coast Guard, die dafür sorgt, dass das Land vor wem auch immer geschützt ist. So, da haben wir also so 5 Teilstreitkräfte, obwohl es noch eine 6. gibt. Für die haben sie aber keinen gemacht, wahrscheinlich weil es zu albern ist. Das nennt sich Space Force. Die gibt es wirklich. Es gibt eine Teilstreitkraft, die da oben irgendwie rumhantieren im Himmel. Space Force. Die haben ihre Sondermodelle gekriegt und das sagt auch ganz, ganz viel darüber aus, wie der Amerikaner zu so einem Menschen steht, die im Zweifelsfall oder im Ernstfall sogar ihr Leben riskieren würden, um ihr Land zu schützen. Das haben wir auch, nennt sich bei uns Bundeswehr. Und die Bundeswehr, da arbeiten Frauen und Männer, die im Ernstfall auch ihr Leben riskieren würden, um unser Leben zu schützen. Aber naja, in letzter Zeit haben wir entdeckt, dass es die auch noch gibt. Das ist ehrlich gesagt eigentlich beschämt. Gut, kommen wir wieder zu diesem Modell. Da haben die natürlich gesagt, okay, wir haben noch mehr Leute, die Gutes tun, unter anderem Feuerwehrleute und natürlich die ganzen Rettungssanitäter. Also es gibt jetzt noch 2 Sondermodelle, Built to Surf, und zwar einen roten für die Firefighter und ein blaues für die Rettungsdienste. Besonderheiten sind, die haben alle ihren eigenen Lack. Sieht man hier auch, unser zum Beispiel ist blau, erklärt sich, also ist drüben sind die Rettungsleute. Und wir haben hier so eine Sachen, wo man praktisch Patches ranmachen kann. Ne, weil es da so viele Truppenteile gibt und so viele Divisions und Unterabteilungen, haben die alle ihre eigenen Patches, daran erkennen die sich und Patch. Und das kannst du halt in die Autos drin machen. Ist noch ein bisschen Ausstattung, neben der Farbe, Felgen etc. Und USA noch ein schöner Aufkleber drauf mit der Army-Flagge, dass du weißt, wer dieses Auto fährt, im Allgemeinen einen Job hat, der seinem Dienst für das Gemeinwohl tut. Finde ich persönlich richtig gut. In Deutschland denkt man ja ab und zu mal, klatschen reicht. Ich glaube, vielen wäre wichtig, dass ihnen einfach mal der Respekt entgegengebracht wird, den sie verdient haben. Gerade Rettungssanitäter. Ich meine, ganz ehrlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja? Meine ganz persönliche. Was für ein Arschloch schmeißt Steine auf den Rettungswagen? Da geht mir der Kamm hoch, ganz ehrlich. Da ist doch irgendwas schiefgelaufen, oder? Gut, mach das mal in den USA. Du wirst ein blaues Wunder erleben. Nicht von denen, sondern da zeigt der Staat, wo der Hammer hängt. Gut, kommen wir wieder zum positiven Teil. Wir haben die im Angebot. Wie gesagt, die Built to Surf Modelle. Ganz coole Sache. Fährst wirklich mal einen besonderen Ram. Alle Rams sind besonders, aber die sind besonders besonders. Dazu muss man übrigens auch wissen, bei diesen Sondermodellen, dass Mitgliedern der öffentlichen Organen, also Polizisten, Soldaten und Soldatinnen, Jobs im öffentlichen Dienst, die mit Gefahr verbunden sind, beziehungsweise eine besondere Aufopferung in sich haben, dass dem von Hause aus fast immer Rabatt gegeben wird. Also diese Built-to-Surf-Modelle werden in den USA natürlich, wenn du Soldat bist zum Beispiel, also damals bei der Armee-Edition, wurde dann noch ein besonderer Preis rangeklebt, um auch mal zu zeigen, das sind Leute, die einen guten Job machen.
Übrigens, wenn euch unsere Videos gefallen, liked sie doch und abonniert den Kanal. Wird uns sehr freuen. Weiter geht's. Übrigens, den Lack, den wir hier haben, gibt es nur bei diesem Modell. Das heißt, den kannst du nicht woanders mit ordern. Das ist natürlich eine kleine Besonderheit. Vorteil ist, du weißt ganz genau, was du fährst oder was vor dir fährt. Also, cooles Auto auf jeden Fall. Ansonsten Rems haben wir gerade wieder halbwegs gut da. Also schaut vorbei. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, like das Video, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai. Ciao.